Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Puh, ey, mit dem Teil kannst du ja echt pumpen. 2 Liter Pfanner Eistee und zwar in der neuen Mystery Edition. Es gibt vom Pfanner dieses Jahr eine Mystery Edition. Es ist der Teil 1, das heißt, es werden noch weitere Folgen. Geschmack unbekannt mit einem Gewinnspiel dahinter. Fanta Mystery hat es vorgemacht, auch Fanta und Fanna, hey. Gerade fällt mir mal ein, wie ähnlich das klingt. Manchmal fällt mir sagen, das ist später auf. Fanta Mystery hat es vorgemacht, dass sowas echt spannend und geil sein kann. Ich finde es cool, dass Fanna das auch in der Eistee-Kategorie jetzt für sich entdeckt hat und ausprobiert. Mystery. Jetzt gibt es natürlich auch viele, die sind schlau und die sagen, hey, hier hinten steht doch alles drauf. Guck mal, hier steht drauf, Aufguss aus Lunderblüten und weißem Tee. Zucker, Zitronensäure, ja, aber hier steht auch noch Aroma drauf. Und das Aroma gibt dem Ganzen wahrscheinlich genau den Geschmack, den man dann erraten soll. Holunder klingt schon mal nach einer geilen Basis, muss ich sagen. Sehr frisch. Wenn ich mir das Design angucke, denke ich, hier sind doch ein paar Blaubeeren drauf, die sich verlaufen haben, oder? Für das Design gibt es von mir 10 Punkte. Ich finde es mega geil. Hat mich so ein bisschen an dieses leicht psychedelische von Yellow Submarine von den Beatles erinnert. Also ich finde es, ja, ehrlich, ich finde es mega gut gelungen. So, 2 Liter, 1,29 Euro mitgenommen aus dem rot-gelben Netto. Ihr findet die in der Nähe der Kasse in so einem eigenen Aufsteller. Also nicht da, wo der Eistee steht, sondern in der Nähe, wo in der Kasse, wo, ja, wo dann so ein Aufsteller von Pfanner ist. Und da drin findet ihr auch diese 2 Liter Packung. Ey, kleine Kritik vorneweg. Leute, ich wünsche mir, einen halben Liter würde reichen, gerade beim Bereich Mystery, oder? Ich glaube, das schreckt doch einige ab. Oder trinkt man Eistee grundsätzlich immer in einer 2-Liter-Packung? Ich weiß es nicht. Klar, ich weiß, es gibt sehr, sehr große Eistee-Packungen. Aber 2 Liter, mein lieber Scholli. Zucker ist hier übrigens drin und kein Zuckeraustauschmittel. Das finde ich ganz gut. Alles ganz natürlich. Und ja, ich schüttle das jetzt einmal durch, dann kippen wir es ein. Und dann versuchen wir es zu erraten. Vielleicht finden wir ja gemeinsam die Lösung. Vielleicht liege ich ja auch schon richtig. Es wird wahrscheinlich irgendein kombinierter Geschmack sein. Oder kann man aus Holunderblüten was ganz Eigenes zaubern? Ich weiß es nicht. So, ja, mein Glas habe ich gefunden. Das steht nämlich lustigerweise direkt vor mir. Das riecht so einer Blaubeere. Total. So, wenn ich es hier reinkippe, ist bestimmt auch... Ach, wie schön, dass es nicht gefärbt ist, Leute. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dass da keiner irgendeinen Brillantblau oder irgendeinen anderen künstlichen Farbstoff reingehauen hat, sondern einfach die natürliche Farbe belässt. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja, es riecht nach Blueberry. Ich glaube, ich probiere es jetzt mal. Der ist lecker. Mache ich es mir mit Blaubeere zu einfach? Blueberry. Und da muss es irgendwas Doppeltes sein. Blueberry Vanilla oder so. Oder Blueberry Pie. Ja, ist übertrieben, oder? Blaubeerkuchengeschmack finde ich ein bisschen zu weit hergeholt. Aber Blaubeere, wobei Holunder kommt auch mit durch. Blaubeer, Holunder? Ich bin irgendwo zwischen Blaubeer, Holunder. Ist auch eine geile Geschmacksrichtung. Also der Holunder, die Holunderblüte kommt auf jeden Fall durch. Das kenne ich noch von der Fanta Holunder. Sorry für die ganzen Fanta-Vergleiche. Hat eine leichte Säure im Abgang. Sehr angenehm, finde ich. Fruchtig, erfrischend. Gar nicht bitter oder herb, sondern... Guck mal, jetzt sieht es fast aus wie so eine Weißwein-Geschichte, ne? Holunderblüte, Blueberry, Blaubeere, würde ich sagen. So eine Kombi. Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin echt sehr vorsichtig. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Ach ja, geschmackliche Punkte. Ich finde es richtig geil gelungen. 9 von 10 Punkten vergebe ich die mal. Ich finde, das ist eine richtig leckere Sorte. Da bereue ich auch nicht, dass ich davon 2 Liter gekauft habe, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.